Hallo zusammen, ich bin Dustin von Nanobike und ich stelle Produktneuheiten vor, zwar ganz genau das Cube New Road Race für 2019, welches hier hinter mir schon die Hufe scharrt. Darauf gehe ich nämlich heute ein, auf dieses geile Bike. Fangen wir vielleicht direkt an, habt ihr Bock? Na dann los. Also, Farbe nennt sich Blue and Black. Blue, ja okay, ich sehe es nicht als blau, der eine oder andere sagt vielleicht ist es lila, ich nenne es Taubenblau. Wer sich meine Taube anguckt oder auch meinetwegen Veilchenblau. Ja, es ist ein richtig schönes Nicht-Blau, muss ich ehrlich sagen. Also meiner Meinung nach ist das eher so ein Lila-Blau. Und wie gesagt, so eine Taube, die eben so ein dreckiges Blau, also nichts gegen die Taubenliebhaber und auch gegen die Tauben selber, aber so sieht eben meiner Meinung nach eine Taube aus. Erstmal nicht schlecht. Komplettiert das Ganze dann mit schwarzem Matt. Schwarz-Matt ist immer cool. Mir würde echt gefallen und ich würde das Rad definitiv so auch kaufen, nicht nur wegen der Ausstattung, sondern wenn das blaue Oliv wäre. Khaki-Farben meinetwegen, vielleicht sogar Camouflage. Das wäre ja noch ein Hammer. Aber nun ist es nicht so. Cube hat sich also für 2019 für Blue and Black entschieden. Ist ja erstmal nicht schlecht, vielleicht kommt ja nochmal was. Für 2020, das werden wir dann sehen. Ihr werdet es dann auch mit mir zusammen sehen, wenn ihr möchtet. Also, matt die Farbe. Schwarz sowohl als auch das Blau. Ist erstmal ganz cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht mal wieder was matt mit Glanz lackiert, dass das auch nochmal so ein bisschen sich abhebt. Aber bedingt durch den Einsatzgebiet des Gravel Bikes würde ich sagen, dass das Ganze so ein bisschen rougher rüberkommt. Doch schon so ein bisschen militärisch auch. Ja, kann das so bleiben? Ist okay. Ist ja immer eine Geschmacksfrage. Das Rad gibt es in 5 Größen, 50, 53, 56, 58 und 61. Die hier neben mir stehende Größe ist dann die 56, empfehle ich so für Herrschaften zwischen 1,75 und 1,80, so in dem Dreh. Da gibt es schon mal zum Beispiel schon mal eine Besonderheit, gemessen wird ja bei den meisten Mitte-Tretlager, Oberkante der Sattelrohr, sind dann 56 cm? Nein, sind es nicht. Bei dem sind es 53 cm wegen dem geschlobten Oberrohr. Das fällt also nach hinten ab. Horizontal gemessen, wenn man jetzt Mitte nimmt, bist du bei 56 cm. Also daher meine Empfehlung 1,75 bis 1,80, diese Rahmenhöhe, die 56er. Ja, für was steht eigentlich so ein Gravelbike? Ne? Der Name hat sich mittlerweile etabliert, Graveln. Schotterpisten, Offroad, Straßen, geeignete Rennräder mit Wohlfühl-Komfort-Charakter. So würde ich so ein Rad beschreiben. Es ist also ein Hybrid aus einem Cyclecross-Rad und aus einem Rennrad. Ja, ein Cyclecrosser hat immer ein erhöhtes Tretlager, damit komme ich besser über Hindernisse im unwegsamen Geläuf. Und dann habe ich eben diesen Rennradlenker und ich habe auch die Rennradausstattung. Und all das ergibt dann eben wirklich so in der Kombination auch mit den breiten Reifen dann echt ein cooles Bike. Und dieses Gravelbiken ist wirklich, steht für sich und macht wirklich viel Spaß. Also kann ich so unterschreiben, ich hatte auch mal eins. Kein Cube, aber das ist egal. Warum habe ich es verkauft? Weil ich dann ein Mountainbike weggekauft habe. Punkt. Ja, das dazu. Rahmen selber ist ein Alu-Superlight-Rahmen von Cube. Die sind immer etwas leichter, deswegen heißen die auch super light. Gewicht sage ich dann am Ende des Videos. Jetzt gehen wir erstmal nochmal auf die Bauteile ein. Wie gesagt, der super light Rahmen hat die Option, dass ich einen Gepäckträger anbauen kann, dass ich Schutzbleche anbauen kann. Ich kann keinen Seitenständer anbauen. Das ist nicht möglich. Auch nicht irgendwie an der Strebe irgendwie. Man muss schauen, kann sein, dass es vielleicht irgendeine Internetlösung gibt. Erstmal so nicht möglich. Kann man ein bisschen rumwursteln, wer möchte. Aber ich finde, es entstellt sowieso das Fahrrad, wenn da ein Seitenständer dran ist. Aber da sind wir wieder beim Geschmack. Jeder, wie er kann und wie er will. Getränkehalter geht dran. Reicht erstmal für mich. Was ich noch ganz cool finde, was mittlerweile auch etabliert ist, genauso wie der Name, ist, dass die Zügel und die Bremsleitung alle komplett im Rahmen verlegt sind. Im Tretlager wieder rauskommen, hinten an die Bremse. Erstmal die Schaltung und linke Seite dann auf die Bremse zugehen, die Leitungen. Also das finde ich echt cool, das muss wirklich sein mittlerweile, das gehört zum guten Ton, das gehört so bei der Qualität, wo dieses Rad mitspielen will, eben wirklich mit dazu und macht auch sehr viel Sinn. Es ist nämlich sicherer, es ist sauberer und es klappert auch nicht. Also warum denn nicht? Sieht einfach auch besser aus. Und ein bisschen aerodynamischer ist das Ganze auch. Naja, nur gut.
Also, machen wir weiter. Was haben wir noch? Wir haben dann eine Carbon-Gabel, beziehungsweise die Scheiden, ja, sind aus Carbon, aber der Schaft selber ist aus Alu. Erstmal nicht schlecht, leichter durch das Carbon, stabiler durch das Alu und ein bisschen mehr Flex auch nochmal generiert und das Ganze komfortabler machen, wie bei einem Rennrad, mit den Carbon-Scheiben. Das Ganze ist also tapert oben, der Rahmen also auch. Das heißt, ich habe oben eine Verjüngung, unten einen vergrößerten Durchmesser hier im Gabelbereich, also sprich hier im Rahmengabelbereich. Und dadurch habe ich mehr Lenkpräzision, ich habe eine steifere Verbindung eben einfach auch. Und das Ganze ist dadurch auch sicherer und lenkpräziser. Das wollen wir ja so haben. Das ist ja gewünscht, nicht nur beim Gravelbiken, sondern auch beim Rennrad, wo das ja auch angewandt wird, diese Technik. Ja, dann ein Cube Cockpit, heißt Lenker sowohl als auch der Vorbau sind von Cube. Lenkerband ist auch von Cube, ist aus der Komfortserie. Das ist voll okay, das ist griffig, das ist schwarz, das passt, das ist super. Alu-Varianten hier von Lenker und Vorbau ist sowieso okay, reicht erstmal aus. Kann man sich mal tunen, wenn man will. Aber mein Gott, als Grundausstattung völlig, völlig okay. Der Lenker hat eine Besonderheit, er selber ist eben nicht wie ein klassischer Rennradlenker so geformt, sondern er ist so geformt. Ja, ihr seht den Unterschied, einmal so und einmal so. Das heißt, ich habe eine natürliche Sitzhaltung bzw. Greifhaltung und kann eben wunderbar lange Touren, lange Strecken damit bewältigen. Natürlich sagt der andere jetzt, oh, ich kann mit meinem Rennrad auch. Ja, gut, kannst du auch, aber das ist jetzt hier ein anderer Einsatzzweck und hier nochmal so für Otto Normalo. Deshalb voll okay, wenn man eben so sitzt, das ist die natürliche Griffhaltung und da kann man lange im Sattel sitzen. Ja, bei einem Rennradfahrer ist das Ganze dann so, der soll schön die Arme anlegen können, damit er aerodynamischer und schneller ist. Ist ja hier gar nicht gewünscht, nicht in dem Ausmaß. Machen wir aber weiter. Die Gabel hat schon mal eine Besonderheit, also nicht nur, dass sie Carbonscheiben hat, sondern eben, dass sie auch eine Steckachse hat. Und das finde ich im Gravel-Bereich ein Must-Have, ein Muss, ja, soll sein. Hinten übrigens auch der Rahmen, vorne 12x100 die Einbaubreite, hinten 12x135. Und dann sind wir wieder beim Thema, wer Lust hat bzw. möchte, dass er vielleicht seinen bestehenden Laufradsatz, der genau diese Abmaße hat, einbauen möchte, kann das tun, weil auch diese Abmaße, dieser Namen sind mittlerweile standardisiert und man kann da fast jede Narbe einbauen. Muss halt nur steckachsenkonform sein. Ja, finde ich ganz gut soweit bisher. Auch ein Highlight finde ich, dass die Leitung vorne, die Hydraulikleitung durch die Gabel durchgeht, auch wieder sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Das sind so kleine Sachen im Detail, die nicht bei jedem Hersteller gleich sind. Und darauf finde ich, darauf sollte man achten. Ja? Wenn es einem auch um die Ästhetik geht, dann ist das schon mal nicht schlecht. Ja, wir waren im Cockpit. Also, da haben wir natürlich auch die STI-Schalthebel, die R7000, die 105er, die niegelnagelneue R7000-Schaltung bzw. Schaltbremskombination. Das heißt, 2018 kam sie raus, 2019 an den Rädern wird sie verbaut. Ist auf jeden Fall auch ein sogenanntes Must-Have, finde ich. Wer wirklich Wert auf gute, präzises Schalten und Bremsverhalten Wert legt und dann das Ganze noch hydraulisch gebremst, na dann auf jeden Fall die 105er. Wer das dann alles noch bezahlbar haben will, dann ist es das, was man sich zulegen sollte, beziehungsweise jetzt hier schon eben dran hat. Ja, 160er Bremsscheiben vorne und hinten im Durchmesser reicht völlig aus für dieses Rad, für diesen Einsatzzweck. Da muss man nichts dran tunen, sollte man auch nicht, weil dann ist das Ganze vielleicht nicht mehr ganz so cool, wenn dann die Bremswirkung da ein bisschen anders sich gestaltet. Sprich, größere Scheiben. Kleiner kann man machen, kann man sich nochmal ein bisschen Gewicht sparen. Größer würde ich nicht machen. Ja, das dazu. Wir gehen nach hinten, wir kommen zur Kurbel. Die R7000 Kurbel, wie gesagt, ist es alles sortenrein verbaut, sagt man. Das heißt, ich habe also das Schaltwerk ist ein 105er aus der 7000er Serie. Die Kurbel, sowohl als auch der Umwerfer und eben auch die Brems- und Schaltkombination. Das ist ein 11-fach-Antrieb, das Ganze zweimal. Ich habe vorne 50-34er die Kettenabstufung, hinten 11-32 die Kassette, gepaart mit einer KMC-Kette das Ganze. Das ist voll okay. Entschuldigung, nicht KMC-Kette, eine HG601-Kette von Shimano. Und ich habe also 22 Gänge, die ich hier effektiv schalten kann und die auch wirklich alle funktionieren bei diesem Kompaktantrieb. Das heißt, ich habe wirklich durch die Schalthebel, die ich eben so durchdrücken kann, komplett 22 Gänge fahrbar.
Ja, also nicht, dass einer rattert und der andere nicht und dann funktioniert es nur so halbseiden. Nein, es ist alles gut und funktioniert definitiv, wenn sie denn gut eingestellt ist. Ja, also das dazu. Solide und bezahlbar würde ich jetzt diese Gruppe nennen. Dabei aber eben auch nicht schwer. Das ist doch ein Vorteil, würde ich sagen. Ja, was haben wir noch? Dann natürlich den Laufradsatz, denn das Rad ja auch noch mit bedient, beziehungsweise hier noch mit dran ist. Das heißt, es ist ein Cube XT08 Disc Laufradsatz mit G1 Reifen gepaart. Die Reifen selber sind 35/6/22 breit. Finde ich voll okay, die Breite. Viel mehr passt auch gar nicht rein. Kann man so lassen. Der G1 an sich hat ein sehr, sehr hohes Gripverhalten. Kommt hier in der Tubeless Easy Variante, könnte man sich also auch mal auf Tubeless, also auf Schlauchlos umrüsten. Das Ganze, man bräuchte nur ein Dichtband für die Felge, ein anderes Ventil nochmal oder einen Ventileinsatz allgemein und dann eben die Milch reinkippen und schon hat man ein noch leichteres Bike. Und natürlich auch der Pannenschutz steigt natürlich auch, wenn ich diese Milch habe, diese Nano-Milch. Da gibt es verschiedene Anbieter, da kann man sich gerne mal was raussuchen. Vielleicht habt ihr auch schon mal Erfahrung damit gehabt und wisst dann schon, was ihr nehmen müsst, wollt, könnt, müsst, sollt. Ja, also G1, cooler Reifen, vorne wie hinten, wie gesagt 35/6/22, gefällt mir sehr gut. Bin ich damals auch auf meinem Gravelbike gefahren, ist ein sehr cooler Reifen, auch in der Allround-Variante, ja, gefällt mir gut. Gepaart wird das Ganze hier mit Cube-Namen und soliden Speichen. Also ich sag mal, wer jetzt hier einen Gepäckträger mit 20 Kilo raufmacht, die haben ja meistens alle eine Beschränkung, diese Gepäckträger mit 20 Kilo, dann reicht das auch. Dann muss man da jetzt nicht noch irgendwie 40 Kilo mit zupacken. Macht es lieber so, hinten Maximalgewicht, ja 20. Dann könnt ihr euch hier vielleicht noch so eine Rahmentasche aus dem Bikepacking-Zubehör kaufen und vielleicht noch für vorne so eine kleine Rolle. Die kann man sich da nochmal dran schnallen. Zum Beispiel Ortlieb hat da sehr schöne Sachen im Angebot. Naja, und dann macht das eben so. Was nicht geht, ist ein Lowrider. Also ich kann hier vorne keinen an die Carbon-Gabel Lowrider ranmachen und da nochmal Taschen ranzuschmeißen. Nein, es ist wirklich nur hier die Öse, um das Schutzblech-Set mit zu befestigen. Dafür ist es gedacht. Ja, Gewicht. Was schätzt ihr denn? Habt ihr geguckt? Habt ihr geluschert? 10,1 Kilo das Ganze. Finde ich voll okay. Reicht aus. Ist nicht mega leicht, ist aber auch nicht mega schwer. Kann man auch gut im fünften Stock hochtragen für den Pendler. Das geht, das kann man gut mal schultern, auch mal ein paar Treppen hoch, wenn die Bahn nicht fährt oder so. Und man hat einen Platten gehabt oder was auch immer. Aber eigentlich sitzt man immer im Sattel, weil dafür ist das Bike eben gedacht und macht echt viel Laune. Muss ich wirklich sagen. Also gefahren bin ich auch schon, es macht wirklich Spaß. Ja, also im direkten Vergleich mit meinem Rad, was ich da hatte, war noch ein bisschen direkter. Ich hatte damals einen Stahlrahmen, also das ist wirklich, Alu ist nochmal maximale Beschleunigung, würde ich fast sagen. Kaufpreis, UVP 1.399 Euro. Wer die voll ausgestattete Variante haben möchte, die New Road Race FE Variante, der hat dann 1.599 Euro auf dem Tacho und der hat für 200 Euro mehr eben wirklich Schutzbleche, Gepäckträger, komplette Lichtanlage, kein Seitenständer, wie gesagt. Kann jeder für sich entscheiden, kommt dann in Schwarz-Grau, das jetzt hier Black and Blue, ja, ist ein Kandidat, kann man sich entscheiden, wie man will, wer möchte. Ich finde es gar nicht so schlecht, die Ausstattung ist mega Sahne, würde ich jedem empfehlen, der so, ja, doch, dem Pendler auf jeden Fall. Ja, wer viel fährt, viel von A nach B, B nach A und am Wochenende noch mal ein bisschen ausrasten will, für den ist eigentlich so ein Rad geschaffen. Ja, das war das Cube New Road Race für 2019. Danke euch fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt zu dem Bike, wenn ihr noch über mich was wissen wollt, über den Kanal generell was wissen wollt. Und ansonsten abonnieren, Glocke anmachen, wenn ihr immer wieder auf neue Sachen hingewiesen werden wollt. Und würde mich freuen, wenn wir uns auch mal bei Facebook sehen. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ciao.